Hey, liebe Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 1 bzw. Broken Sword 1 im Director's Cut. Deswegen spielen wir hier gerade in einem neu dazu gedichteten Intro. Nico Collar, wer das Original kennt und sich fragt, wieso sind wir im dritten Part und wir sind eigentlich noch nicht mal da, wo Broken Sword 1 angefangen hat, der hat berechtigte Sorgen. Aber es ist so im Director's Cut. Es beginnt anders. Und wir verfolgen sie jetzt schon eine Weile, denn sie hat einen Mord beobachtet und ist jetzt hier ein bisschen am Rumdingsen. Und mir ist eine Idee gekommen erst und dann ist mir aufgefallen, dass die Idee vielleicht nicht so gut ist. Ich will mal was probieren. Und so habe ich überlegt, da muss was Flaches drunter und ich kann von diesem scheiß Boot nichts abbrechen. Dann ist mir eingefallen, hier kommt diese Steintür runter. Und vielleicht hat die genug Gewicht, um das Ding flach zu machen. Allein, dass ich das da jetzt schon hinlegen konnte, ist erstmal ein gutes Zeichen. Ich habe nur eine kleine Sorge, oh Gott, dass ich das jetzt nicht mehr damit stützen kann. Ne? Das wäre ja doof, aber vielleicht geht's auch trotzdem noch. Wir werden sehen. Ich bin jetzt. Hat ein Ende der Geschosshülse zusammengeklatscht. Ach, das ist ja praktisch, nur ein Ende. Ja, wunderbar. Ich bin nur trotzdem ein bisschen irritiert. Warum liegt hier bitte eine Granatenhülse? Also das muss ja, das ist ja eine Hülse von so einem, von einem Granatwerfer, ne? Von Granatmunition, nicht einfach so von einer Granate. Das ist wirklich ein Granatgeschoss. Und das ist ja ein bisschen, da fragt man sich immer, warum? Was zur Hölle tut es hier? Aber hey, so, und damit müsste ich das jetzt aufhebeln können, wenn ich korrekt bin. Also hoffe ich brauche da jetzt nicht noch irgendwie einen Stab dran oder sowas. Na, mal gucken, was passiert, wenn ich das mache. Kriegt sie die Steintür jetzt einfach hoch damit? Alles klar, hat wohl nur ein bisschen festgesteckt. Ein weiterer guter Verwendungszweck für eine Geschosshülse. Noch ein Geheimraum. Irgendwer hat etwas zu verstecken. Aber was genau suche ich? Das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt, aber ich denke, wir werden sehr bald eine Antwort darauf finden. Hier ist dunkel, ein Büro. Mann, oh Mann. In der Dunkelheit kann ich erkennen, dass es ein Arbeitszimmer ist. Aber was für Arbeit? Und was hat es mit Carchon zu tun? Ja, das frage ich mich auch. Und vor allem, welcher Mensch löst jedes Mal diese ganzen Rätsel, nur um hier reinzukommen? Was sind wir hier? Habe ich hier vielleicht irgendwie Licht? Es ist nämlich schon echt dunkel. Erstaunlich, das Ding funktioniert noch. Der Raum wird taghell erleuchtet. Ja, moin. Okay, krass, da haben wir gleich mal einen Raum. Einen krassen Raum. Die Fangen sind ausgeblichen, aber ihre Bedeutung ist noch völlig klar. Von der Flagge? Faschistische Flaggen. Ui. Purer Hass. Das ist schlecht. Faschismus immer scheiße. In dem alten Schreibtisch finde ich nichts. Der wurde schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Ist dafür aber sehr gut erhalten, aber hier ist irgend so ein Loch. Hinter einer solchen Türe stecken immer wichtige Sachen. Ich muss herausfinden, wie ich sie aufkriege. Ja, das sieht aus, als müsste ich hier wieder dieses nicht Ding reinstecken. Hilfreich. Aber das habe ich ja draußen gelassen. Ich kann gleich mal gucken, ob ich das hier wieder mit reinholen kann. Aber ich gucke mir erstmal noch die anderen Sachen an. Die Fahnen sind ausgeblieben. Ach so, das ist noch dieselbe, der Faschismuskram. Die Karte kann ich mir auch nicht anschauen. Und, okay, hier und da ist noch was zum Tun. In der Schublade finde ich eine Notiz, die aber irgendwie verschlüsselt ist. Wie immer. Mhm, noch mehr. Mangels Staub ist es unübersehbar, dass an diesem Tisch erst vor kurzer Zeit jemand gearbeitet hat. Oh mein Gott. Auf dem Blatt waren meine ganzen persönlichen Daten ausgedruckt. Alles. Von meinen Lieblingsspeisen bis zur Körbchengröße. Das mit der Kokosschokolade stimmt ja, aber hört mal, Jungs, ich trage Größe 36. Es liegt sogar ein Foto von mir dabei. Mit einem Teleobjektiv aufgenommen. Carchon hat dieses Foto bestimmt nicht selbst gemacht. Das ist eine größere Sache und gut organisiert. Ich bin ein Teil davon.
Und es werden Leute dabei ermordet. Tür de Guise. Der Verkleidungsmörder, I guess. Tür. Naja. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Le Justicier du 21 siècle. Pourquoi les autorités ne reconnaissent pas le crime du tueur de Guise? La police nie tout rapport avec le tueur de Guise. C'est der noch exklusiv. Deux hommes d'affaires assassinés à Rome et à Tokyo. Pas en tueur déguisé. Simple coïncidence ou meurtre en série? Tja, das ist eine gute Frage. Purer Zufall oder eine Mordserie? Das sind die Artikel, die ich über den Kostümmörder geschrieben habe. Ich hatte recht mit meinem Verdacht. Kershaw hat sie ausgeschnitten. Zwei Geschäftsleute waren ermordet worden. Einer in Italien, der andere in Japan. In beiden Fällen war der Täter verkleidet. Einmal als Pinguin, das andere Mal als Schneemann. Aber das war nicht die einzige Verbindung zwischen den beiden Morden. Beide Opfer waren große Medienstars und gaben sich als Wohltäter. Und ich hatte bewiesen, dass beide Dreck am Stecken hatten. Und wie passte nun Kershaw in dieses Bild? Weil er Dreck am Stecken hat. Die Restpfütze in dem Becher ist weder eingetrocknet noch verschimmelt. Sie ist nicht älter als einen Tag. Der eingedickte Kaffee ist nicht wirklich appetitlich. Hab ich mir auch gedacht. Aber vielleicht kann ich... Achso, das ist diese komische Notiz. Kann ich mit dem Kaffee noch irgendwas machen? Nein. Nein, okay, das wäre recht sinnfrei. Kann ich den umfüllen in die Hülse? Nein. Nee, ich glaube, ich brauche einfach keinen Kaffee. Okay, irgendwas muss hier in dieses Loch. Ich kann ja nochmal schauen gehen, ob wir das Artefakt hier drüben, ob wir das rausnehmen können, ohne dass diese Tür sich schließt. Moment, stopp, bevor ich das mache, ich kann es nicht mehr abbrechen. Oh, sie läuft wirklich langsam. Oh nee, also alles zurückgesetzt. Oh nee. Das wollte ich jetzt nicht. Scheiße. Also nochmal, die Hülse dahin. Fuck. Moment, wenn ich die Hülse da drin lasse, jetzt das Artefakt hier reinpacke, geht es auf. Aber wenn ich jetzt das Artefakt wieder rausnehme, geht zumindest links die Tür wieder zu. Richtig? Ich will nur sicher gehen. Ja. Ja, scheiße. Okay, das heißt, was auch immer ich brauche, um dort einzufügen... Es würde mein Inventar sein müssen. Und warum habe ich denn diesen Tresorschlüssel immer noch dabei und den Türschlüssel? Das erscheint mir doch ein bisschen rätselhaft. Ein bisschen schleierhaft. Meine Artikel. Eines ist klar. Irgendwer aus Cachons Umfeld hat mich überwacht. Eines ist... Naja. Tja. Der eingedickte. Als müsste ich noch irgendwas mit diesem Kaffee machen, aber das ergibt auch alles gar keinen Sinn. Warum habe ich denn diese ganzen Items noch? Eines ist meine Art. Der. Irgendwie alles keinen Sinn. Aber ich habe auch nichts, um das hier zu öffnen. Ich müsste irgendwas finden, um diese Tür hier offen zu halten. Aber oh, wenn sich die Kamera mal ein Sekündchen schneller bewegen könnte, wäre das schön. Das Licht auszuschalten ist nicht Sinn. Nee, habe ich mir auch gedacht. Das macht schon. Kann ich hier irgendwas zwischenlegen? Ich habe ja nichts mehr. Inzwischen, ich kann da auch nichts hinlegen. Da ist kein Prompt.
Einzige, was ich noch probieren könnte, wäre. Ach nee, das habe ich ja schon probiert. Ich nehme die Geschosse. Ja, ja. Das hatte ich ja schon probiert, das hier einzufügen. Hinter einer solchen Türe stecken immer wichtige Sachen. Ja. Ich muss Ein Steckplatz neben der Safe-Tür. Jetzt muss ich bloß noch etwas Passendes zum Reinstecken finden. Das ist ja wie damals im Kindergarten. Jetzt brauche ich nur noch eine Form, die zu dem Umriss passt. Aber ich habe keine. Okay, was haben wir hier? Die Botschaft wurde mit einem Ersetzungscode verschlüsselt. Jeder Buchstabe des Alphabets wurde durch ein bestimmtes Symbol ersetzt. Ach Gott, sowas hatten wir doch kürzlich jetzt in Sherlock Holmes. Um eine Kürze knacken, musst du allen Symbolen den korrekten Buchstaben zuweisen. Okay, ja. Okay, das haben wir doch kürzlich schon mal gemacht. So, guck mal, hier, wir fangen erstmal mit den doppelten Konsonanten an. Ne? Doppelter Konsonant heißt dieser Flup hier. Genau. Der tritt auch am Ende eines Wortes auf. Kann also ein S sein. Na gut, das weiß ich, aber es tritt nicht am Ende eines Wortes auf eigentlich. Da sind sehr lange. Ich gehe mal mit S. Ja, wobei, das ergibt keinen Sinn. Gibt es ein Wort, was mit Doppel-S ist und dann nur einen Buchstaben hinten? Also, was sah, was. Was, nee, was, was hier, ja, was, was eine Waffe, Waffe, das ist eins zu wenig. Ach, und hier ist auch dasselbe, ist auch direkt davor nochmal. Esse, also zum Beispiel, wenn dieses N, das hier, wenn das zum Beispiel ein E wäre, Quesse. Es ist ein Sese, es ist ein Sese, es ist ein Presse. Presse ist zum Beispiel ein Wort, was da zustande kommen könnte. Dann müsste das ein P sein und dieses schwungvolle N, das hier, müsste ein R sein. So, Presse. Sieht schon wieder nicht so schön aus. Eher. Okay, ein Wort mit zwei Buchstaben und einem R vorne gibt es, glaube ich, nicht im Deutschen, oder? Ra, re, ri, ro, ru. Das gibt's nicht. Also das R ist auf jeden Fall falsch. Das ist auf jeden Fall falsch. Da wird auch das P falsch sein. Stopp. Weg. So. Okay. Wie viele Wörter gibt es denn so mit zwei Buchstaben? Da gibt es sowas wie an, da gibt es sowas wie wo. An, AS würde nicht gehen. Das E ist auch recht sinnfrei. Das kann auch sein, dass das überhaupt nicht stimmt. Warte mal, könnte das da oben vielleicht Pierre heißen? P-I-E-R-R-E? Das könnte natürlich auch sein. Dass das R dieses geschwungene ist. Dann das hier ein E. Das hatten wir ja schon. Dann haben wir das doch ein P. Das hatten wir ja auch schon. Nur das wäre dann ein I. Pierre. Dann könnte das hier sowas sein wie in oder im. Gucken wir mal, ob das Sinn ergibt. In, Ren, N. Ja. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Eri. Ob könnte das hier und sein. Wir müssen mal ein bisschen rumprobieren. Das hat bei Holmes damals auch ganz gut funktioniert. So wäre jetzt und. Pierre Eri nur. Ja, guck mal, dann kommt hier nur und. Das ist doch schon mal sehr gut. De Ren Ei. Ei. Bei. 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 Ei. Bei. Sei. Fei. Gei. Ei. Kai, Kai, Lai, Mai, Wai, Kai, Tai. Das sieht aus, als wäre das ein B, dieses Lambda-ähnliche. Das hier, ein B. Oh, nee, das funktioniert nicht. Da funktioniert zwar hier mit bei, aber dann haben wir hier und so. Nee, das können wir sein lassen. Aber was kann denn das sonst sein? Ei, bei, zei, fei, gei, hei, hei, jei, kai,
Lei, Lei, Mei, Wei, Kai, Sei, Tei, Fei, Wei, Xai, Yai, Zai. Das ergibt für mich jetzt noch nicht so viel Sinn. Vielleicht habe ich nochmal einen Fehler gemacht. Aber mal gucken, mal gucken, ne? Mal gucken. Wir haben hier nochmal I und sowas. Dann ist vielleicht das ein M, weil im, wir hatten vorher in und jetzt haben wir im, könnte vielleicht sein. Wo ist das? Das ist das hier. Mal so als. Ach so, nee, 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 nee. Jetzt habe ich das als B gemacht. Nein. So. Ein Leim. Eurem. Nee, warte mal. Eurem, dann wäre das in den USA gibt keinen Sinn. Andy. Nur. Und. Sei. Ach, sei. Sei, ja. Und dann sind. Ja, stimmt. Das ergibt Sinn. Sei und sind. Okay. Dann haben wir nur. Pierre. Eri. Spieler. Nee, geht nicht. I haben wir schon. Spüler. Achso, leer geht ja auch gar nicht. Doch, klar geht. Aber später könnte auch sein, wenn das hier, testen wir mal ein bisschen, wenn quasi das A dieses wäre und das hier ein T, dann wäre das später. Ständiger, Pierre, Erich, später, nur so arm und Amada sind tot. Tot. Das ist ein. Wo ist denn das? Ist es das hier? Das wäre dann ein O. Nur so Arno. Und Mada sind tot. Das ist kein. Offenbar. So, das kann nicht kein sein, weil eh haben wir schon weg. Ach so, offenbar geht ja auch nicht. Was hab ich denn jetzt gemacht? Warte mal. Habe ich jetzt ein Doppel-E? Ja. Habe ich mich jetzt verklickt? Ah, fuck. Ich meine natürlich. So, ich habe mich irgendwo jetzt gerade verklickt. Ja, dann geht das doch mit Bar. Dann wäre das hier ein Bar. Beri. Berino. Nee, geht auch nicht. Berinü. Beri. Keine Ahnung. Später. Nur Arno und Amada sind tot. Das ist. Kein, probieren wir mal, kein Ufer, offenbar sind alle, okay, Pierre, Ständiger, was ist denn das bitte dann, warte mal, wo ist dieses Symbol, ich finde das Symbol nicht, da, Ständiger, Ollständiger. Kollständiger. Holständiger. Jollständiger. Wollständiger. Wollständiger. Später. Ette, nur Arno und Amada sind tot. Das ist kein Ufall. Nee, dann wäre er un. Auffall. Kauffall. Haufall. Hufall. Hufall. Zufall, ach so, lol, bin ich dämlich. Zufall, so. Offenbar Gefahr. Pierre, keine Ahnung, ständiger. Beri, Bericht später. Jetzt, oh, ich bin so geil. Nur so viel. Okay, vollständiger. Vollständiger Bericht später, natürlich. Ey, bin ich im Kopf, Alter. So. Pierre, vollständiger Bericht später, jetzt nur so viel. Arno und, keine Ahnung, Amada sind tot. Das ist kein Zufall. Es ist ja japanisch. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich Yamada sein. Es könnte auch Wamada sein, aber es kann auf jeden Fall nicht Xamada und Kamada sein, das gibt es im Japanischen nicht, das funktioniert nicht. Sind tot, das ist kein Zufall, offenbar sind alle in Gefahr, die beim Treffen im Juli dabei waren. Bei
sei extrem vorsichtig. Sie lautet Pierre. Vollständiger Bericht später. Jetzt nur so viel. Arno und Yamada sind tot. Das ist kein Zufall. Offenbar sind alle in Gefahr, die beim Treffen im Juli dabei waren. Sei extrem vorsichtig. X. Ich bin nicht die Einzige, die den Zusammenhang zwischen den Opfern des Kostümmörders erkannt hat. Ich hatte recht. Darum wollte er sich mit mir treffen. Aber was weiß ich, was er nicht wusste? Das ist zum einen eine gute Frage. Die viel bessere Frage ist allerdings, wie zur verfickten Hölle kriege ich dieses Ding auf? Ich hatte gehofft, dass mir das jetzt in meinem Rätsel weiterhilft. Leider nicht. Ist hier noch was drin? Mist, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn sowas passiert. Aber vielleicht ist was drin. Steck mal deine Hand rein. Ein uraltes Foto ist hinter die Schublade gerutscht. Aber trotz des Alters ist der Typ im Vordergrund deutlich erkennbar. Carchon. Hinter ihm sieht man Soldaten, ein brennendes Dorf und eine Leiche. An der rechten Seite ist das Foto abgerissen. Irgendjemand wollte offenbar nicht mehr mit auf dem Foto erscheinen. Überraschte mich nicht. Das war Afrika in den 60ern. Ein Aufstand wurde brutal niedergeschlagen. Und mittendrin Mr. Medienzar persönlich. Carchon, der beim Niederschlagen Hand anlegt. Dieses Foto ist nicht nur ein wichtiges Beweisstück. Es ist auch meine Eintrittskarte zu einer explosiven Story. Ich habe genug Material für eine Story. Eine unglaubliche Story, die mich berühmt machen und Carchons Ruf zerfetzen wird. Ich muss schnell nach Hause und lostippen. Okay, also öffne ich diesen Safe da nicht. Nikos Wohnung, die kenne ich. Bonsoir, Collard. Nico? Ich bin's, Ronny. Hallo, Ronny. Na, schon den Champagner geköpft? Spinnst du? Was ist denn los? Wart mal, du hast es nicht gedruckt? Natürlich habe ich's nicht ins Blatt genommen. Das ist das Beste, was ich jemals geschrieben habe. Das Letzte, soweit es mich angeht. Es ist wichtig. Es ist Selbstmord. Du kannst nicht einfach einen Nationalhelden demontieren. Aber er hat's verdient. Seine Leiche ist nicht mal unter der Erde. Ronny, vor 2 Stunden habe ich dir erzählt, was ich rausgefunden habe, und du warst ganz heiß drauf. Du hast mich angefleht, die Story sofort zu schreiben. 2 Stunden sind eine Ewigkeit im Zeitungsgeschäft, Nico. Jemand hat dich unter Druck gesetzt, stimmt's? Hör zu, Nicole. Hör gut zu. Pierre Carchon hatte eine Menge Freunde. Sehr mächtige Freunde. Tu dir selbst einen Gefallen. Ich soll vergessen, was passiert ist? Ich sehe, wir verstehen uns. Ende der Diskussion. Gute Nacht. Das hätte mein großer Durchbruch werden sollen. Aber ich weiß genau, ich kann die Story niemandem sonst verkaufen. Wenn Ronny sie nicht drucken will, dann die anderen erst recht nicht. Schade. Bonsoir, Collard. Mademoiselle Collard, mein Name ist Plantin. Ich muss mit Ihnen über Ihre Story reden. Ihre Story über Pierre Carchon? Woher wissen Sie? Es gibt Leute da draußen, denen Ihre Story sehr ungelegen käme, Mademoiselle. Ach wirklich? Dann ist heute ja wohl Ihr Glückstag. Die Story liegt nämlich auf Eis. Ja, ich weiß. Wir müssen uns treffen. Ach, müssen wir? Ich habe Informationen zu Ihrer Kostümmördergeschichte. Morgen früh, 8 Uhr. Café de la Chandelle Verte, Rue Alencar. Ich werde einen grauen Mantel tragen. Sie dürfen mit niemandem darüber reden. Sie können mir nicht vorschreiben, was ich... Morgen um 8. Ich erwarte Sie. Die Leute beschweren sich ja dauernd über Zeitungsartikel. Aber normalerweise nicht, bevor sie überhaupt gedruckt sind. Langsam bekomme ich Angst. Dieser Plantin. Kann ich ihm trauen? Soll ich mich mit ihm treffen oder das Ganze vergessen? Ich weiß keine Antwort darauf. Café de la Chandelle Verte am nächsten Morgen. Ich bin erst eine Woche in Paris. Aber ich habe mich schon in die Stadt verliebt. Meine neueste Entdeckung ist ein kleines Café, La Chandelle Verte. Ich bin sicher, die Kellnerin hat ein Auge auf mich geworfen. Der gute alte Stobbert-Charme, schätze ich. Ich habe ja keine Ahnung, wie brutal ich gleich aus meinen Träumen gerissen werden sollte.
das? Als ich mich wieder aufrapple, bin ich stinksauer. Den einen Moment ist man noch im Urlaub, im nächsten jagt einen so ein Clown in die Luft. Ich weiß natürlich sofort, was ich tun muss. Ich werde diesen Clown finden und seiner gerechten Strafe zuführen, weil Gerechtigkeit wichtig war. Gerechtigkeit ist sowas Erhabenes wie Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit. Deswegen habe ich doch schließlich Jura studiert, oder? Naja, und wegen der enormen Honorare natürlich. Und damit, liebe Leute, sind wir am eigentlichen Anfang von Baphomets Fluch 1, von Broken Sword 1 angekommen. Und ich bin gerade ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mich, also der Anfang, okay, passt auf. Ich bin ein ganz kleines bisschen enttäuscht. Dieser Director's Cut hier hat ja den Anfang ganz neu aufgebaut. Ne? Es fängt mit Nico an, mit diesem Mord und so weiter, ein bisschen Vorgeschichte. Wir haben jetzt gesehen, dass offenbar da gerade dem Mann, mit dem sie sich treffen wollte, was gestohlen wurde, was normal im Original nicht ganz so klar war, denn das Original fängt genau hier mit dieser Szene an. Aber das Original hat eine andere Intro-Szene. Die Szene gerade wirkte wie eine extreme Verkürzung des Originals und da hat sogar der ikonische Satz gefehlt. Das ist jetzt, da setze ich jetzt schon mal ein bisschen Kritik, das ärgert mich gerade ein kleines bisschen. Deswegen werde ich an der Stelle den Part beenden und nach meiner Abmod, also ich sage jetzt gleich Tschüss, und nach meiner Abmoderation schneide ich euch nochmal, ich mache jetzt sofort nochmal das Original an, das habe ich auch auf der Platte, schneide ich euch die Intro-Szene des Originals hinten ran, falls euch mal interessiert, wie das da war und ihr auch sehen wollt, warum die Original-Intro-Szene wesentlich more powerful war. Genau, und so hat das Spiel eigentlich begonnen. Das enttäuscht mich jetzt gerade ein kleines bisschen, weil wir sind im Part 3 und ich habe die ganze Zeit auf diesen Anfang gewartet und irgendwie war der jetzt gar nicht so cool. Aber wir sind trotzdem jetzt bei George Stoppard angekommen, um unserem eigentlichen Protagonisten des Spiels. Und ja, ab jetzt beginnt quasi das normale Spiel. Aber ja, ich schreibe mir ganz kurz auf, dass ich das hier am Ende reincutte. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wie gesagt, nicht abschalten. Das originale Intro kommt jetzt noch. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, liebe Leute. Und bis dann. Paris im Herbst. Die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe und an Tod. Thank you.
Als ich endlich wieder auf den Füßen stehe, kann ich nur das ständige Dröhnen des Verkehrs hören. Das Leben um mich herum geht weiter, aber die Explosion sollte mein Leben für immer verändern.